Hallo und Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls. Und wir sind gerade in Senns Festung. Haben uns hier etwas durchgekämpft. Haben garantiert noch nicht alle Gegenstände aufgesammelt. Das will ich auf jeden Fall später noch machen, wenn wir dann hier irgendwann wieder zurückkommen. Weil ich mich noch teilweise nicht stark genug fühle hier bestimmte Gegner zu besiegen. Okay, er wirft dahin. Der ist auch wieder da, das ist kein Problem. Der kann gerne da sein. So. Genau, wir hätten auch quasi darüber gekonnt. Will ich aber, wie ihr sehen könnt, noch nicht. Und da hinten ist so ein... Ich habe vergessen, wie die heißen. Die sind nervig. Ihr seid nervig. Nee, 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 Freund. Nicht mit mir. Balder, genau. Leute aus dem Reich Balder. So, und hier befindet sich nicht viel. Nur eine tolle Aussicht. Bin ich auch der Meinung. Tolle Aussicht auf einen Felsen. Ah ja. Ha! Ich hab's vergessen. Verdammt, ich hab's vergessen. Okay. Richtig. Das ist der Ritter, der das Tor aufgezogen hat. Zu dem hätten wir auch noch gekonnt. Ich hab das voll verpeilt. Vermutlich, vielleicht gab's dazu auch einen Kommentar unter diesem Video. Also nicht unter diesem, sondern unter dem, wo ich's verpeilt habe. Ach, ärgerlich. Na gut, egal. Holen wir später noch. Jetzt habe ich keine Lust mehr runterzugehen. Aber warte mal. Ich glaube, wir können auch runter. Schleichweg, genau. Verschlossen. Wir brauchen dafür einen bestimmten Schlüssel. Ich weiß auch, wo der Schlüssel ist. Da kommen wir auch gleich hin. Hoffe ich. Genau. Richtig. Du hörst jetzt bitte auf damit. Dankeschön. Gute Nacht. Du bist ein bisschen langsam da oben. Aber egal, mach ruhig weiter. So. Dort geht es in Richtung Boss. Gehen wir mal ganz kurz hier rüber. Gucken, was hier noch so ist. Nichts weiter. Trotzdem ein schön eingerichteter Raum. Mit ein paar Stühlen und einem Tisch. Vermutlich sowas wie ein Wachraum für die Wächter hier, für die Schlangen, ne? Okay. Und dann gehen wir einfach mal hier nach oben. Verzaubern nochmal ganz kurz unsere Waffe. Und hoffen, dass wir nicht von unserem Kollegen hier erschlagen werden. Der hat uns gerade schon kommen hören. Schon auf Half-Life. Ja, mach ruhig weiter so. Mach's mir ruhig einfach. Normalerweise hört er uns eigentlich gar nicht sofort. Und eigentlich macht das auch einem nicht so einfach. So, 3010 nochmal für ihn. Und er hat einen grauen Brocken. Und jetzt haben wir niemanden mehr, der diese Scheiße auf uns wirft. Und dort wartet der Boss. Und er hätte auch noch diese Kugeln auf uns geworfen, wenn wir im Bosskampf gewesen wären. Na. Wäre nicht ganz so toll. Okay. Aber jetzt haben wir hier etwas Ruhe. Jetzt will ich mich hier noch ein bisschen mehr umgucken. Ich mag es, wenn mir niemand Bomben auf den Kopf wirft. Sie müssen mitkommen. Und dann kommen halt mit. Ey, aber wenn ich den Leuten erlaube, dass sie mitkommen können, hauen die wieder ab. Verstehe ich nicht.
Ich habe keine Freunde hier in Dark Souls. So. Okay. Es könnte jetzt sein, dass ich jetzt sterbe. Oh, halt, warte mal. Wie springt man hier nochmal? Ich glaube, das ist so. Ja, genau. Okay. Weil, in Dark Souls 1 ist es so, dass man springt, wenn man dann, also man rennt ja, indem man die B-Taste gedrückt hält, und man springt, wenn man dann nochmal die B-Taste drückt. In Dark Souls 2 und 3 ist es so, dass man den linken Stick reindrücken muss. Deswegen bin ich da manchmal etwas verwirrt. Wir leben noch. Warum? Ich hab meinen Daumen angehoben, eigentlich so, aber viel zu wenig. Ich hätte ihn mehr anheben müssen. Oh Gott. Hallo. Du hörst uns, natürlich hörst du uns. Eieieiei. Wie wollte mein Daumen meinem Gehirn nicht gehorchen? Ich dachte mir so, na komm, jetzt musst du springen. Jetzt musst du springen. Jetzt spring doch. Hallo? Warum springst du nicht? Also ja, ich war mit dem Gedanken genau bei euch. Vielleicht waren es auch eure Gedanken, die ich gehört habe. Wer weiß. So, und damit wir nicht sterben, wenn wir da wieder runterfallen, werde ich mir mal voll heilen. Jetzt aber. Jetzt nicht. Okay, also bevor ich auf jeden Fall zum Boss gehe, muss ich nochmal heilen. Ich weiß gerade nicht, warum ich gerade diesen Sprung nicht hinbekomme. Was ist denn da los mit mir? Irgendwie blockiert es mich gerade so ein bisschen. Komischerweise ist das aber nur bei diesem Sprung der Fall. Deswegen, ich weiß, dass ich hier schon mal gestorben bin. Aus denselben Gründen. Also irgendwie, dass ich einfach nicht springen konnte. Keine Ahnung. Aber wir müssen darüber. Jetzt endlich. Na also. Ich hoffe, wir müssen darüber. Ich glaube, das war nämlich hier. Erstmal, steht hier noch jemand? What? What? Who are you? Another undead, eh? I took my son's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Okay. Man denkt vielleicht erst ein bisschen größer als wir. Nein, der steht einfach nur in der Luft. Ist mir jetzt auch jetzt erstmal aufgefallen, der steht einfach nur in der Luft. Wir reden noch mal ein bisschen mit ihm. There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see. End of story. You bloody fool. Gut, also er hat auch aufgegeben hier. Was verkauft er denn? Schwarze Feuerbombe. Verstärker als die normale Feuerbombe. Und der hat große Scherben. Und außerdem hat er grüne Scherben. Könnten wir 5000 Seelen für bezahlen? Könnten wir aber lassen. Wir könnten die einfach irgendwann mal farmen. Vielleicht mache ich das einfach irgendwann mal. So, hier hat er noch ein paar Sachen. Na, nichts wirklich großartig von Bedeutung. Und er hat die Katharina-Rüstung. So. Auch seine Rüstung hat er hier zum Verkauf. Und ja, ein paar Ringe. Wir gucken uns mal diese Ringe an. Steinplatten sind die Symbole des wahren Ritters und gewähren Stärke im Kampf. Gelbe Steinplatten symbolisieren Donner und stärken die Verteidigung der Blitze, gegen Blitze. Und das ist dasselbe gegen Magie. Naja, also. Naja, ich bin ja nicht nackt. Ne? Zu ihm gibt es leider wenig Lore, was ich so mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob er überhaupt einen Namen eigentlich hat. Keine Ahnung. Also er hat bestimmt einen Namen. Seine Mutter muss ihn nach irgendwas benannt haben. Nicht einfach nur Dude oder Guy. Wobei, bei
Lufia gab es ja auch jemand namens Guy, ne? Also Guy kann auch ein ganz normaler Name sein. Wir sind anscheinend viel zu laut. Mit unserer Rüstung. Ja, wir werden sofort erkannt. Ich wollte ausweichen. Natürlich bin ich erstmal gesprungen. So, das soll die Ende Leere sein. Und dort ist der Käfigschlüssel. Damit hätten wir Logan befreien können. Und ich war jetzt gerade am Überlegen, ob man nicht irgendetwas noch tun musste, um ja, natürlich, um Sigbard zu helfen. Sigmeier. Sigmeier? Sigbard war, glaube ich, in Teil 3. Spoiler. Ich glaube, Sigmeier. Ich glaube, man hätte hier was tun können. Gut. Wir gehen einmal hier rüber. Nicht runterfallen, bitte. Genau. Wir nehmen uns einmal diesen Käfig da unten. Und dann werde ich mal gucken, wo der uns nochmal hinführt, weil ich weiß gerade leider nicht mehr auswendig. Ist nämlich eine Art Fahrstuhl. Ah ja, hier kommen wir an den Anfang. Ja genau, renn genau in diese Klinge rein. Du Idiot. Nee, ist doch nicht ganz der Anfang. Wir sind hier. Wir sind hier, okay. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich glaube, kürzer wäre es wahrscheinlich. Ja, mach mal ruhig dahin. Nein, weil diese Quest will ich schon gern machen für, oder mit Sigmeier, weil er eine gute Sau ist. Nein, einfach. Ja, ein bisschen, ich will ein bisschen mehr von dem Spiel zeigen und ich glaube, ich habe die Quest um ihn selbst persönlich nie gemacht. Immer nur von gelesen, gehört, was dort zu tun sei. Und auf jeden Fall müssen wir dann erstmal hiermit durchziehen, bevor wir hoch nach Anolando gehen. Und das will ich gerne tun. Huch, jetzt habe ich 510 bekommen. Warum? Keine Ahnung. No. Ach ja. Die können so schön einfach sein, wenn sie wollen. Ach, dammit. Okay. Bin mir echt nicht sicher, dass wir jetzt hier wirklich den kürzeren Weg gewählt haben. Und ich bin mir echt nicht sicher, dass wir das überleben. Also ja, doch, ich bin der Meinung, man konnte hier etwas tun. Oder man musste etwas sogar tun. Damit Sigvard hier durch diese Fallen kommt, nämlich das Ding rausschieben. Das ist die falsche Richtung gewesen. Schön. Egal, dann drehen wir es jetzt halt doppelt so lange in die andere Richtung. So, da muss es nämlich hinzeigen. Ich vergesse, dass ihr alle da seid. Warum tue ich das? Ich habe keine Ahnung.
So, sitzt der immer noch da? Nein, er ist weg. Okay. Gut, und weil ich jetzt keine Lust habe zu laufen, bin ich einmal faul. Ist ja kein Cheaten. Aber wir nehmen einmal ein Heimkehrknochen. So, gucken. Können wir nochmal aufsteigen? Ja, das können wir. Cool, cool, cool. Wir nehmen nochmal Stärke. Mehr Schaden, mehr Schaden. Jetzt habe ich mich hier kurz verlaufen. Warum mache ich denn sowas? Keine Ahnung. So, vermutlich werde ich langsam Hunger bekommen. Ich habe nämlich auch noch gar nicht gefrühstückt. Das ist immer noch... Na, wie früh ist es denn gerade? 11. So, und eigentlich... Hä? Warum ist denn der Riese weg? Eigentlich taucht er doch wieder auf, wenn man stirbt. Haben die das verändert? Warum habe ich davon nichts mitbekommen? Also klar, weil ich ja nicht Game Developer bin, aber mich wundert, dass sie das verändert haben. Finde ich cool, da müssen wir ihn nicht nochmal machen, weil wir hatten ja eigentlich gerade so viel Glück mit dem. Aber ich glaube, ich gucke lieber trotzdem nochmal nach. Nicht, dass der jetzt sagt, nö, ich stelle mich jetzt tot. Tatsache, der ist nicht da. Abgefahren. So, also dann. Nein, normalerweise taucht er eigentlich wieder auf, wenn man ans Leuchtfeuer geht. Deswegen hatte ich eigentlich keine Lust, ans Leuchtfeuer zu gehen. Eigentlich wollte ich eigentlich nicht, aber dadurch, dass wir kaum mehr Flakons haben und ich ziemlich dumm war, hatte ich keine andere Wahl. Denn wir werden vermutlich Flakons bei diesem Gegner hier brauchen. Ja, komm du erstmal in die Mitte hier, bitte. Bitte kommen Sie in die Mitte. Danke. Anki. Jupp. So, natürlich am besten nicht von ihm irgendwie treffen lassen. Auch nicht greifen. Ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an, gebe ich zu. Der geht auf mich. Eigentlich müsste er... Ja genau, irgendwann mal die Balance verlieren, so wie jetzt gerade. Dann müsste man weiter auf ihn einschlagen, wenn man nicht dumm wäre. Damit er... sich etwas hinlegt und man weiter auf ihn einprügeln kann. Das geht nur mit schweren Waffen quasi. Ja, es ist ein bisschen billig, so wie er gerade da steht und wirklich nichts macht. Jetzt wäre er beinahe runtergefallen. Ist mir auch noch nie passiert, dass er hier runterfällt. Nur, dass man selber runterfällt. Na gut. Versuch Nummer 2. Das kann mal passieren, dass man blöd getroffen wird und einfach aus dem Ring geworfen wird. Und eigentlich ist der Boss ziemlich simpel. Eigentlich. Wenn dann nicht dieser kleine Ring wäre. Dass er selber runterspringt, das habe ich so noch nicht erlebt. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es geht. Sowieso ein bisschen unwahrscheinlich, weil man ja sowieso sich am besten hinter ihm aufhalten müsste. Was ja auch nicht immer hilft. Haben wir gerade gesehen. Ja.
Aber halt mal ein bisschen länger für ihn. Wir sind ja so schon ganz gut durch diese Feste gekommen hier. Was eigentlich auch nicht so normal ist. So. Wieder hierher kommen, weil da hinten werde ich dich nicht bekämpfen. Das ist mir zu schmal. Konnte nicht mehr ausweichen. Wir laufen einfach durch seine Beine und dann hauen wir ihm auf die Wade. Vielleicht wäre es ein bisschen schlauer, gegen ihn mit einer etwas schnelleren Waffe zu kämpfen. Ja, möglich wäre es vielleicht. Da hatte ich jetzt gerade massives Glück gehabt, dass er mich nicht getroffen hat. So, komm jetzt mal wieder ein bisschen mehr in die Mitte hier, danke. Ach Gott. Habe ich zweimal getrunken, ne? Glaube ich. Ja, genau so. Genau so gefällst du mir. Immer schön taumeln, immer schön das Gleichgewicht verlieren. Und eigentlich müsste er jetzt runterfallen. Ja, du hältst dich nämlich gerade im Nichts fest. Ist unfair, was du da tust. Du schummelst. Wir haben ihn. Eisengolem Kernstück. Und das gibt einige Seelen. Ich hätte schon gerne den Silber-Schlangenring. 40.000, dann wird es nämlich 80.000. Glaube ich, oder? Wird es doppelt so viele? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es waren 30% mehr oder so. Wir gucken uns mal die Seele an, die wir von ihm bekommen haben. Jetzt eigentlich auch hier diese Seelen, keine Ahnung. Falls ich mal irgendwas vergessen habe vorzulesen, sagt mir ruhig bitte Bescheid. Eisengolem Kernstück. Die Seele, die dem Eisengolem, den Hüter von Sens Festung und vielfachem Heldentöter von Adalondo als Kernstück dient. Ursprünglich ein Knochen eines immerwährenden Drachens. Mit diesem Objekt kannst du eine große Menge Seelen erhalten und oder eine einzigartige Waffe fertigen. Ja, gut. Sens Festung. Durch. Ging schneller, als ich dachte. Da wäre jetzt eigentlich der Eingang nach Adalondo. Aber da kommen wir nicht durch. Der Weg ist versperrt. Aber hier ist irgendetwas Leuchtendes. Ja, warum es ein Ring aus Licht sein muss, keine Ahnung. Aber wir berühren ihn mal. Spielende, wir sind tot. Adalondo. Ich hätte vielleicht mal meine Kamera ausmachen sollen. Das ist nämlich ein wunderschönes Bild. Ich liebe Adalondo. Na gut. Ist dieses Gebiet nicht wunderschön?
Ich liebe es. Ich mag es einfach. Die Stadt der Götter, die Stadt von Fürst Gwyn. So, da gibt es wieder neue Wächter. Aber den lassen wir erstmal, wenn möglich. Haben wir die Möglichkeit, ihn links liegen zu lassen? Ja, haben wir jetzt. Sehr gut. Wir lassen erstmal alle Gegner hier links liegen. Das können wir nämlich ganz einfach tun. Und gehen erstmal hier rein. Denn dort befindet sich ein Leuchtfeuer. Was ein Zufall, nicht? Oh, da steht jemand. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Sie ist eine Feuerwächterin. Also auch bei ihr bekommen wir quasi, wenn wir an diesem Leuchtfeuer rasten, wieder 10 Flakons. Gut. Wir haben leider keine verödete Seele, wir können es nicht verstärken. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Eine Feuerhüterin, die wenigstens auch reden kann. So, wir können hier wieder einiges tun. Wir können auch zum Beispiel mal unsere Ausrüstung reparieren. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Und dann haben wir jetzt auch viele, viele Seelen, die wir wieder zum Aufleveln benutzen können. Ich will zum Beispiel noch ein bisschen Kondition. Brauchen wir Zauberei? Weiß nicht. Glaube nicht. Ein bisschen Beweglichkeit kann, glaube ich, auch nicht schaden. Resistenz. Vielleicht mal die Gifte. Na, die Giftresistenz ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr so wichtig. Wir könnten. Ja, doch, ich glaube, das mache ich so. Dann haben wir. Also, ich werde, glaube ich, jetzt erstmal noch Beweglichkeit auf 20 hochstellen. Und dann mal gucken, wie es danach weitergeht. Ich glaube, wir brauchen noch definitiv viel mehr Konditionen, wenn wir vielleicht auch schwere Rüstung tragen wollen und so. Weil mit dieser Rüstung das hier durchspielen will ich jetzt eigentlich gerade relativ ungern. Aber wir können ja mal gucken. Waffe, Rüstung verstärken. Naja, wir haben zu wenig kleine Scherben dafür. Hätten wir vielleicht unten noch ein paar welche holen können sollen bei Andre. Na gut. Aber Adolondo schauen wir uns beim nächsten Mal an. Also wir können es gerne jetzt noch so Adolondo angucken. Aber wir sehen uns dann doch mehr in der nächsten Folge hier wahrscheinlich um. Wobei wir uns erstmal hier drüben und da drüben umsehen werden. Denn dort gibt es auch noch ein paar Sachen zu holen. Gut. Mit diesem Ausblick dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls. Und ja, wenn wir denn in dieses wunderschöne Gebiet hier eingehen. Gehabt euch wohl.